Ich musste da wirklich intervenieren, weil wir müssen diesen Kommerzzeug raushalten. Wir sind hier und machen Völkerrecht. Uns interessiert nicht, was die aus dem Kommerzbereich da sonst irgendwas da eingebrannt wurde. Wir halten uns strikter daran, was der Lexikon und unsere eigenen Erkenntnisse über das Völkerrecht und über das Freilassung, Heimschaffung, Hospitalisierung mit sich bringt. Das interessiert uns. Die Kommerzfirlefanzen gehören einfach nicht hierher. So, bitte. Serte, da gebe ich dir schon recht. Jemand, der mit seinen Rechten handelt, ja, der hat keine mehr. Der verkauft ja auch dann die seiner Mitmenschen. Ne? Also mit den Rechten wird nicht gehandelt. Das ist auch unverhandelbar und auch nicht justiziabel. Ne? Ja, das verstehen die Leute vielleicht nicht, was justiziabel bedeutet. Also, wenn man etwas anbietet, das heißt, ich habe ein Produkt, ich biete das an für 10 Euro, dann wird gefeilscht. Es sei dann auch für 7 Euro zu kriegen oder für 5 Dollar. Und wenn das zum Feilschen auf den Tisch gelegt wird, dann befindet man sich auf dem Zersetzungstisch und man kommt da heil nicht mehr raus. Und die Rechte sind nun mal nicht streitbar und das muss einfach verstanden werden. Die Rechte kann man nicht mit Blau, Grün oder 10 Kilo beschweren, damit das eine Gewichtung bekommt. Auch Zivilist. Also all diese Wörter, das stimmt schon, kommt aus dem Lateinischen und aus dem Arabischen, aus dem Altgriechischen. All das sind eigentlich die sogenannten Gewohnheitsrechte, die sich aus 2000, 3000, vielleicht viel mehr an uns eigentlich dann als Schwemmholz eigentlich da anbieten. Und wir müssen eigentlich da das, was für uns brauchbar ist, für unseren Arche eigentlich dann zusammenstellen. Und wir können da einfach nichts damit anfangen, wenn damit irgendwas justiert und herumgebastelt wird oder falsche Informationen im Umlauf gebracht wird. Ist so, ich komme vielleicht auf den Punkt IOV nochmals zurück. Also die betreiben jetzt momentan einen schrecklichen Denunzierung. Das heißt, die sagen ihren Mitgliedern, das sind ihre Mitglieder, sie sollen sich anschreiben, Wortlaut Zivilist und dann sein Vorname. Also die wissen eigentlich nicht, was Zivilist bedeutet und sie können damit auch nichts anfangen, weil sie wurden darin nie unterrichtet und es wird auch falsch rübergebracht, was Zivilist bedeutet. Es stimmt, es kommt aus dem Lateinischen und es bedeutet im Grunde genommen der Hausknecht oder beziehungsweise der Hausbewacher. Das waren welche aus dem Römischen Reich, die sich den Status, wir reden hier von Status, sich einen beheizten Lebensraum zugesichert bekommen haben. Das heißt, sie standen unter Schutz von diesem Hausherrn. Und daher ist es wichtig zu verstehen, zivil ist ein Status und man ist auch der Geschützte, weil man sich unter der Schirmherrschaft von diesem Herrn befindet. Das ist zivil. Also kein Soldat und kein und hat auch keine
kein Militär, ne? Gehört keinem Militär an und trägt auch keine militärische Uniform und sind meist in Konflikten wehrlos, ne? Werden als nicht rechtmäßige Ziele betrachtet. So definiert hier gibt es ja auch eine, soll ich sagen, eine Art Definition für, ne? Also, hier steht geschrieben, der Begriff wurde im späten 18. Jahrhundert geprägt und steht im Gegensatz zu Soldaten oder Militärangehörigen. Ja. Im militärischen Kontext es gibt ja einen Unterschied zwischen Zivilisten und geschützte Zivilisten. Das sind ja zwei verschiedene Begrifflichkeiten. Ja, der Begriff Zivilist bezeichnet eine Person, die nicht zum Militär gehört und keine militärische Uniform trägt. Im Gegensatz zu Soldaten sind Zivilisten bewaffnet in Konflikten oft wehrlos und gelten gemäß dem Völkerrecht als keine rechtmäßigen Ziele. Der Begriff Zivilist wurde am Ende des 18. Jahrhunderts vom Adjektiv Zivili, nee, Quatsch, Zivil, abgeleitet. Historisch gesehen gehörten Zivilisten in Kriegen oft zu den Opfern, manchmal vorsätzlich, manchmal versehentlich, mal in geringer Zahl, mal systematisch und massenhaft. Die Angst der Zivilisten vor dem Krieg, gegen den sie sich laut Völkerrecht nicht wehren dürfen und der sie dennoch schädigen kann, gehört zu den Begleitumständen jedes bewaffneten Konflikts. Umgekehrt haben auch Soldaten oft Angst vor Zivilisten, was sie zu furchtbaren Kriegsverbrechen verleiten kann. Um Zivilisten in Kriegszeiten besser zu schützen, wurde 1949 die Genfer Konvention beschlossen, die definieren klar, was im Kriegsfall verboten ist, wie der Beschuss von Krankenhäusern oder Versorgungseinrichtungen. Allerdings zeigt sich, dass die Konventionen oft nicht eingehalten werden und Verbrechen gegen Zivilisten weiterhin vorkommen. Das verstehe ich auch nicht. Die haben ja in Palästina dieses Krankenhaus beschossen, ne, wo ganz viele Menschen gestorben sind. Die verstoßen ja voll gegen die Genfer Konvention von 1949. Oder will mir einer erzählen, dass das keine Zivilisten dort sind? Und die werden praktisch aus dem Sicht des Staates Israel ja nicht als Zivilisten gesehen, sondern werden alle als Militärangehörige und Terroristen betrachtet. Ne? Die geben die einmal eine Verwarnung raus, die fliegen dann mit dem Flugzeug über Gebieten, schmeißen da Flyer aus dem Fenster und dann sagen die, wenn ihr das Land nicht verlasst, aus der Sicht Israel, aus dem Staat Israel, gilt ihr dann als Feinde und Soldaten. Und dann Ja, sind das schon keine Zivilisten mehr. Jetzt frage das. ich mich, wenn die jetzt eingetragen sind in unsere Datenbank, ja, weil da haben sich alle Staaten darunter unterworfen, dann sind das alles geschützte Personen dort. Und unsere Datenbank, die können die Daten da alle da hochladen. Die ganzen Leute, die sich in Kriegszustand befinden, die können dann die ganzen Daten schön brav hier hochladen. Und jeder kann das dann betrachten. Jeder, der einen PIN-Code zugeschickt bekommt, kann sich dann dementsprechend dazu äußern. Der hat dann eine gewisse Zeit von 48 Stunden und die müssen dann damit aufhören. Mit diesen Schwachsinn, was sie dort betreiben. Also das hat damit zu tun, das ist auch dieses Manipulation, vor allem durch Medien und durch irgendwelche Resonanzkörper, die sich da behaupten, sie seien Mittelost-Experte und Arabien-Experte und sonst irgendwelche Experten. Da fängt eigentlich die Manipulation an. Das heißt, sie bekommen eigentlich diese Texte vordiktiert von irgendwelchen, nein, das sind eigentlich weniger Nachrichtenagenturen. Ich glaube, das sind fünf Stück oder so oder drei Stück. Und die geben eigentlich den Ton an und die sagen zum Beispiel dasselbe wie damals, als US-Miliz in Vietnam eingefallen ist, wurde dann Jünglingen oder die noch nicht die bluterprobten Soldaten, um ihnen die Hemmschwelle wegzunehmen, hat man die denn gesagt, das, was ihr da in den Wäldern sieht, ja, das seien keine Menschen und auch keine Zivilisten. Vergesst das, was ihr da irgendwas da mitbekommen habt. Das sind alles Kakerlaken. Das heißt, so fängt es an. Man fängt an, eigentlich mit Wörtern zu dehumanisieren
Und das hat auch dieser Kriegsminister von Israel dasselbe herausgepronounced, indem er sagte, das seien menschliche Tiere. Das heißt, es wird eigentlich nur noch als Angriff Objekte werden die angeschaut. Wenn man die natürlich dann daran erinnert, ach, das sind ja auch Lebewesen und müssen unversehrt bleiben und haben ihre Rechte, so können sie natürlich nicht vorgehen. Und so können sie auch keine Säuberungen durchführen, weil sie brauchen einen gewissen Platz, um sich eigentlich da wieder was Neues zu erschaffen. Und diese Indoktrination finden wir auch in der Verwaltungsinstallationen wieder. Das heißt, den Polizisten wird eigentlich beigebracht, wir seien Personen. Also es spielt eigentlich keine Rolle, ob die uns jetzt als Kakerlaken ansehen oder ob sie uns als menschliche Tiere ansehen oder eben als Personen. Das heißt, man legt uns auf den Seziertisch und fängt an, Versuche vorzunehmen. Ja, und dann kommt Reichsbürger. Das ist das. Ja. Und das, was jetzt Israel mit Palästina gemacht haben, hat die Polizei in Deutschland mit Heiko auch gemacht. Das ist im Prinzip dasselbe. Bloß, dass der Heiko halt noch. Das haben sie mit mir auch gemacht. Die haben mich ins Gefängnis gesteckt, dass ich nichts mehr bezahlen konnte. Und dann haben sie ins Auszwangsversteigert. Das ist genau die Geschichte, die in Palästina auch läuft. Die Leute nehmen sie auch die Wohnungen und Häuser weg. Und das passiert, wenn du Ansprüche an den Staat stellst, so wie der Prinz Royce oder die anderen. Und da gibt es nur ein Gegenmittel, diese Regierung, der ganze Apparat muss in der Haftung abgelöst werden, also muss entweder dienstbar gemacht oder liquidiert werden. Und das ist, da, wovor die Angst haben. Und dann fangen die an, die Opfer zu drangsalieren. Das ist eben das, was ihr erzählt habt. Das erzähle ich euch nur ganz kurz. Sie gehen dann hier zu den Opfern und sagen, das sind dann Reichsbürger. Denn jeder, der sagt, dieses System ist nicht mehr zu retten, ist Reichsbürger. Und erst dann, wenn das System fällt, kann eine Veränderung stattfinden. Vorher nicht. Das haben wir in dem Film mit Keanu Reeves gesehen, der Tag, an dem die Welt stillstand. Nur wenn sie kurz vorm Abgrund stehen, erst dann sind sie bereit, sich zu ändern. Andernfalls muss es fallen. Und genauso ist es auch, es kann eine Veränderung erst dann kommen, wenn das Regime sich wechselt oder umdenkt. Das tun sie nicht. Das ist, die machen immer kritische Gesetze, immer kritische Gesetze. Dass immer ein sogenannter Ausschuss, immer ein Opfer da sein muss. Ja, also, mir ist das ganz klar, auch die Sache wurde mir klar mit Adrian Ursache, nachdem sie ihn aus dem Gefängnis entlassen mussten, nachdem sie es inszeniert hatten alles, nachdem sie ihn auch Drogen inszeniert haben, damit sie ihn erschießen können und so weiter. Erst dann, ich weiß nicht, welche Rolle er gespielt hat, aber erst dann, als er draußen war, haben sie ihm dann Hausverbot erteilt. Das haben sie mit mir auch gemacht. Als dann, als erst haben sie mich fast ein Jahr ins Gefängnis gesteckt. Dann haben sie gesagt, sie wollen auf den Prozess verzichten. Erst nachdem der Prozess da war und rausgekommen ist, dass ich gar nichts damit, überhaupt nichts damit zu tun habe, das wussten sie von Anfang an. Haben sie dann Hausverbot erteilt, damit ich nicht zur Staatsanwaltschaft gehen kann, denn würde ich dann zur Staatsanwaltschaft gehen und eine Maschinenpistole dabei haben und würde alle erschießen, dann habe ich recht, weil sie mich ein Jahr lang misshandelt haben im Gefängnis. Und das wäre entschuldbar. Das wäre sogar nach der Scharia schuldlos, weil sie sich nicht entschuldigen. Bis heute haben sie sich nicht entschuldigt. Die Verbrecher sitzen noch an ihren Stellen, kriegen monatelang ihre Gehälter bis zur Rente und kriegen mehr Rente als jeder andere. Und ich habe mein ganzes Leben lang, versuchen sie mich jetzt, mein ganzes Leben kaputt zu machen, indem sie alles, was ich tue, komplett in den Arsch fahren.
Alles, aber wirklich alles. Und das sehe ich bei Prinz Royce, habe ich das gesehen, in dem Moment, wo er der versucht hat, Entschädigung zu bekommen, hat er vor Gericht Millionen verloren an Prozesskosten. Und als er das System, ich sag mal, ändern wollte, sie sagen Systemumsturz, haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt, indem sie irgendwelche V-Leute dazugeholt haben, die militant klingen und militant sein sollen, ohne dass irgendetwas da ist. Also man kann mit Ravioli-Rentnern keinen militanten Umsturz machen. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Also, und dann heißt es Reichsbürger, Reichsbürger, Reichsbürger. Und damit die Leute nicht als Beihelfer kommen, wollen die Leute auch nicht wissen, was passiert ist. Sie wollen das nicht aufklären. Denn Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Aufklärung ist der edelste Weg des Verstandes. Und deswegen, wohin Privatperson, Person, Persona, das hat da was damit zu tun. Und Zivilist. Zivilist ist jemand, der dann lernt, ja. Nachahmung ist der einfachste Weg, und die Zivilisten müssen geschützt werden. Und wer kann die Zivilisten beschützen? Nämlich jemand, der gutmütig ist und auch das macht. Das bin ich. Ich kann nur den Zivilschutz leisten. Und die anderen stellen sich als Zivilist unter den Zivilschutz. Und das haben sie gemacht. Das nennt man ja, deswegen nennt man der Alliierte. Alliiert heißt alle Geschädigten. Alliierte Kommission, und die Kommission wird dann geleitet vom Zivilschutz. Das war früher das Proletariat, nennt sich das. Proletariat waren die Engländer, die nach Deutschland gekommen sind und bis 1954 versucht haben, hier immer, wenn es dann Konflikte gab, mussten die Engländer, die Militärpolizei, gerufen werden. Das könnt ihr mal nachlesen. Und die Engländer haben sich verzogen, weil die Nazis untereinander so dicht gehalten haben, dass dort nicht möglich war. Deswegen ist die Bundesrepublik Deutschland immer noch der Feindstaat. Und das Sonderabkommen in Artikel 43 ist das, was das Genfer Abkommen betrifft. Und das kann auch kein anderer Staat. Das geht nach den Wiener Verträgen nicht, weil ein Staat darf sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen Staates mischen, sondern das muss eine Nichtregierungsorganisation machen. Im Fall von dem Heiko Löffler möchte ich nochmal sagen, dass wenn Menschenrechtsorganisationen hier den Menschen helfen sollen, dass sie meistens ihre sogenannte karitative, humanitäre Akzeptanz verlieren durch Finanzinkassobüros und so weiter. Und dann werden die Menschenrechtsverteidiger angegriffen und verbraten bis zum Exzess. Ja, sie dürfen kein Geld nehmen, Arschloch. Der Rechtsanwalt nimmt Geld, leistet aber gar nichts. Und der Menschenrechtsverteidiger muss was leisten und bekommt dafür kein Geld. Ja, wird noch angegriffen. Das ist der Unterschied zwischen Rechtsanwälten und Menschenrechtsverteidigern. So. Und ich sehe hier ganz klare Linien. Auch vielleicht wird es auch klar, was ein Zivilist ist. Ein Zivilist ist, also es gibt so etwas wie Missionar, indem die Leute dem Missionar folgen, was sie missionieren. Das ist geldlich gemeint. Also das ist materiell. Und dann gibt es ein Orakel, der das weiß, und das ist immateriell. Die Leute, das ist die Laizität. Die Leute, die materiell hinterherlaufen, weil sie einen materiellen Mangel haben, den haben sie aber deswegen, weil sie keine Intelligenz angewandt haben. Also nur das Immaterielle, nur der intelligente Geist erschafft die Materie. Und sie erschaffen Materie ohne den intelligenten Geist. Und das geht schief. Stelle mal andere konkrete Frage. Wie ist es eigentlich mit einer Exekutivordner gegenüber dem, was jetzt immer in anderen Kanälen abläuft, mit Space Force und Militärtribunalen und dem ganzen Zeug? Wie ist es rechtlich und vom Gericht aus gesehen? Da gibt es ja sehr widersprüchliche Informationen von der anderen Seite. Also, in Artikel 43 der UN-Charta
ist das Sonderabkommen, nämlich das Genfer Abkommen, das Wiener und das Haager Abkommen. Alles das ist konzentriert im Zivilschutz. Und alle Staaten, inklusive auch dem Vatikan, haben sich dem Zivilschutz unterworfen. Weil sie müssen Artikel 43 und 73 der UN-Charta verwirklichen, nämlich den Menschen bis zum Äußersten zum Wohl dienen. Und das ist das, was sie nicht tun. Und deswegen, das Ganze kommt auch aus Deutschland, deswegen auch nicht nur 73, sondern 105 und 107 der UN-Charta als Freistaat. Das ist das Problem, was wir haben. Die Bundesrepublik Deutschland erzeugt überall weltweit die Kriege weiterhin und nicht mehr unter dem Wort deutsches, Drittes Reich, sondern Deutschland. Deutschland ist aber identisch mit dem Dritten Reich. Okay, und deswegen, das ist aber politisch alles, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es geht hier um den Zivilschutz. Und wenn du irgendwelche anderen Sachen hörst, dann musst du die Leute fragen, die diesen Unsinn dir erzählen. Also Mustafa, ich habe letztens recherchiert und dann habe ich nachgelesen, was dein Urteil also gebracht hat, ne, was du da erreicht hast damals. Jeder, der nach dem innerstaatlichen Recht, den er ausgeschöpft hat, darf beim IGMR klagen. Das habe ich irgendwo gelesen. Das heißt, jeder, der sein... Ja, nein, nein. Es gibt, schau mal, es gibt keine wirksame Beschwerdemöglichkeit. Ich erzähle es jetzt nochmal ganz einfach, was dieses Urteil bedeutet. Es ist wie auf dem Schachbrett. Es ist wie auf dem Schachbrett oder Mühle. Wenn du wegen Menschenrechtsverletzung gewonnen hast, dann wirst du wieder in die Klapse gesteckt, nämlich in die Bundesrepublik Deutschland, denn mit gelegentlichen Belästigungen muss ja gerechnet werden. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo du zurückkommst und Ansprüche stellst, wirst du dann vom Fassadenschmutz, vom Staatsschutz, von der Justiz und Polizei, also Nationalsozialismus und Militarismus, in Konflikte, bewaffnete Konflikte und Kollisionen geholt. Und dann kommen auch der Nachrichtendienst und der Geheimdienst dazu. Zum Beispiel diese ganzen Leute, die mir als also ihr könnt das ja sehen, selbst der letzte Agent, meine ich, hat ja sogar geschworen, dass er mich schützt und dies und jenes. Alles nur unter falscher Flagge, unter falscher Vorwand, unter falscher Uniform. Das sind alles Satanisten bis zum letzten geht nicht mehr. Sie würden sich sogar, sie pfeifen auf den Eid, sie pfeifen auf alles. Und das wird aber erst dann sichtbar, wenn sie tot sind, wenn sie dann als Kakerlake auf die Welt kommen oder als nur als Shit. Okay? Das ist das Problem. Diese Leute können nie wieder Mensch werden, weil sie einfach Menschen verletzt haben. Und das ist unser Problem. Das, was sie machen, also wer bewusst sogar einen Eid macht und diesen Eid bricht, um Menschen zu schaden, um den Zivilschutz zu schaden, das ist schon echt krass. Echt krass, was da passiert. Und ich bin leider auch nur ein Mensch und ich kann das nur sehen, wenn es passiert. Ich habe da ich nur das Gute gut mache, kann ich nur für das Gute etwas empfangen, weil ich muss ja auch der Kakerlake zumuten, dass es auch etwas, dass es lernen kann, um etwas Gutes zu tun, sonst könnte ich das nicht wegnehmen. Ja, also das ist der fehlende Teil vorhin, wo im Gespräch gesagt worden ist, was eine Person und Soldat und Zivilist ist. Also der Zivilist ordnet sich nicht dem unter, der Alibaba heißt und die 40 Räuber, sondern der sagt, ich bin der, der euch
in die Genesis führt, von Exodus nach Genesis. Und erst dann, wenn ihr in Exodus seid, sucht ihr Genesis. Vorher sucht ihr nicht. Das heißt, immer dann, wenn ihr eine Beschwerde habt, erst dann werdet ihr dann aggressiv, weil sie euch dann ärgern, weil sie euer Naturrecht wegnehmen oder behaupten, dass es nicht da ist und mit Waffengewalt vorgehen. Deswegen heißt es ja Gewaltanwendung, also Ausfall und Abwesenheit, also Gewaltanwendung unter Abbruch der diplomatischen Beziehung. Diplomatie ist die Hilfsform der Schrift. Das heißt, ihr schreibt dahin, die reagieren nicht darauf und irgendwann kommen sie. Und also du schreibst zum Beispiel an den Finanzinkassobetrieb und sagst, dass du spenden möchtest und reichst eine Spendenquittung ein. Und trotzdem kommen sie und schlagen alles kurz und klein, vergewaltigen den Hund, klauen den Müll. Und dann sagen sie, das war alles legal und legitim. Und wenn du dann fragst, ja, wo ist denn auf meine Spende der Bescheid, dass das akzeptiert oder nicht akzeptiert worden ist? Wenn sie akzeptieren, ist das sowieso hinfällig. Wenn sie nicht akzeptieren, muss es sowieso vor Gericht. So, wie willst du vor Gericht gehen, wenn der Bescheid fehlt? Es fehlt einfach selbstverständlich der Bescheid. Aber das werden wir in Kürze klären, weil diese Sachen werden zurzeit aufgearbeitet. Die ganze Dokumentation ist letzte Woche, die ich gemacht habe, komplett gelöscht worden. Und die musste ich heute nochmal neu machen. Im Übrigen ist heute mit Stichtag die Online-Datenbank hochgegangen und nur für bestimmte unserer Menschenrechtsorganisationen im Moment sichtbar, damit das jetzt in der Erprobungsphase zu nicht tausendfachen Meldungen kommt, falls dann etwas noch nicht korrekt ist. Danke, Selim, für deine guten Dienste an uns. Danke. Diese Datenbank, wird die genauso sein wie früher? Nein, also sie wird viel effektiver werden, moderner und genauer werden. Das Problem besteht darin, dass wir durch die Zersetzung und durch den Betrug und durch den Diebstahl, Unterschlagung und Diebstahl ganz wenig Kapital haben, um die Programmierabteilung zu bezahlen. Ich habe jetzt mit wenigen Leuten jetzt geschafft, dass wir das nochmal machen können. Es hat jetzt noch einen Monat länger gedauert, weil wenn einer dann oder zwei dann krank werden von einer kleinen Gruppe, dann macht das sehr viel aus. Wenn diese Leute dann nicht zur Verfügung stehen. Und das war eben der Fall. Wir hatten jetzt mindestens eine Woche mit Servern zu kämpfen im Ausland, weil die alten Server alle in Arsch gefahren worden sind durch den Tim und seine Kollegen, die im Übrigen jetzt soweit meine Nachrichten da sind, bei Peter Fitzek sich engagieren, das System von ihm quasi in einer Notsituation zu übernehmen. Naja, ich mache das nicht, sondern ich stelle das alles öffentlich und trotzdem beeilen sich die Leute und dann begehen sie dann diese schwersten Aussetzungen und Taten und so wie sie es bei mir gemacht haben, trotz der öffentlichen Beeidigung werden sie das bei Peter Fitzek auch so machen. Er wird denken, ja, die haben Eid geschworen und so weiter. Und dieser Eid, den diese Leute schwören, ist nichts wert. Sie sind nichts und sie werden bleiben auch nichts. Sie sind nur Monetaraufnahmen und dann kommt die Keule und dann siehst du erst, dass es der Dieb ist. Also du beschäftigst auch immer den Gärtner, bis nachher ein Mord passiert und nachher war es der Gärtner. Du wirst ja nicht auf die Idee kommen, dass der Gärtner das ist,
weil der Gärtner hat eine Aufgabe, die völlig Banane ist, sondern es ist immer der Gärtner. Also jemand, der unauffällig ist, macht das. Und wenn jemand Eid sogar schwört, dann denkt man, boah, der hat doch ein Eid geschworen, der kann das nicht machen. Und erst dann, wenn er alles im Sack hat, und dann lässt er die Handgranate los. Und der Schaden ist immens, weil man ja auf den vertraut hat. Okay, muss ich noch was tun? Wenn die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg zum zweiten Mal nicht ermittelt, wie gehe ich weiter vor und wer ist zuständig? Es gibt 196 Staatsanwälte und 46 Generalstaatsanwälte. Wer ist der nächste Ansprechpartner? Es gibt im Negativen, im Schlechten nichts Positives. Du kannst hier nichts erreichen. Das kann nur von außen. Das Regierungskriminalität kann erst dann beendet und Opfer entschädigt werden, wenn das System in sich selbst kollabiert. Um das zu machen, müssen wir Völkerrecht anwenden. Um das wiederum zu machen, müsst ihr meine Arbeit unterstützen. Okay? Der Leo hat sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet und alles das, was er investiert hat, ist nicht kaputt gegangen, weil bei jeder Zersetzung geht das, was bis jetzt geschaffen worden ist, alles kaputt. Wenn jemand eine Sandburg baut und da kommt einer und macht das alles kaputt, dann muss alles wieder neu aufgebaut werden. Das ist das Problem. Das heißt, die ganzen Investitionen, die davor waren, sind durch die Zersetzer kaputt gemacht worden. Und dann die Leute, die Zersetzer sind und waren, schreien dann laut, ja, Mustafa hat Geld unterschlagen. Wie soll ich denn Geld unterschlagen, wenn ich hier karitativ tätig bin und alles hier gebe, damit das jetzt aufgebaut wird? Für euren Schutz, nicht für meinen. Ja? Ich habe schon lange im Gefängnis gesessen. Die greifen mich nicht an. Diese Leute erkennt man daran, indem sie dann Strafanzeigen machen bei der Staatsanwaltschaft. Ich hätte eine Macke oder dies und jenes, wenn ich nicht das mache, was sie wollen. Und wenn ich das nicht mache, was sie wollen, dann zeigen sie mich an und dann sagt der Staatsanwalt, die Verfahren werden alle eingestellt gegen mich, weil irgendein Psychiater, der überhaupt keine Ahnung hat, was Völkerrecht ist, gesagt habe, ich hätte einen in der Murmel. Selbst dann kann ich keinen in der Murmel haben, weil ich Ausländer bin. Und ich bin Türke. Selbst dann, wenn ich Opfer von Holocaust bin, wie es nachgewiesen ist, nicht nur beim Europäischen Gerichtshof, aber auch beim BGH ist das bewiesen worden, dass ich ja unschuldig war. Auch dann, wenn das alles passiert, hilft gar nichts. Das System ist so krank. Kranker kann es nicht sein. Ach so, in dem neuen System werden die sogenannten Internetkarten ganz anders organisiert, weil wir ja Zersetzungsgruppe, wir die idiotisch organisierte Verbrecherbande, die IOV haben, die gefälschte Ausweise in Umlauf gebracht hat. Des Zivilschutzes natürlich. In dem Zusammenhang werden die Identitätskarten online erreichbar sein und online auch den Behörden mitgeteilt, die berechtigtes, rechtliches, öffentliches und besonderes Recht nachweisen können. Ja, in dem Zusammenhang, ich muss jetzt mich auch verabschieden, gibt es dann noch Fragen? Online-Karten, es wird schon so sein, dass man erstmal eine Schulung bei dir live teilnehmen muss, ob virtuell oder ob live.
also real, dass man diese Identitätskarten dann praktisch auch mit der Zugriff auf die Datenbank praktisch auch hat? Oder hat man dann echt Zugriff auf die Datenbank, kann sie nutzen und kriegt dann im Nachhinein diese Identitätskarte, also virtuell, wie ich das jetzt verstanden habe? Also das Problem ist ja, dass wir viele Leute haben, die den Zivilschutz fälschen und kopieren. Ich nehme in dem Zusammenhang die Österreicher, die Mimikaner, ja, denn in die sogenannten die Schutzmacht auch versuchen zu imitieren, und ins in Verruf zu bringen, die Sonnenstartband und wie wir alle heißen nehmen. Ja, das ist natürlich schwierig für uns. Dann bilden sich hier Derivate, irgendwelche Missgeburt-Derivate wie die IOV, die idiotisch organisierte Verbrecherbande, die ja ja die ja in wie soll ich sagen, in Eigenregie die Zersetzung durchgeführt haben, die werden bei uns nicht mehr reinkommen. Auch Leute, wenn wir feststellen, die waren alle bei der IOV, werden bei uns nicht wieder aufgenommen, da wir davon ausgehen, dass sie infiziert sind. Sonst würden sie uns wieder infizieren. Ja, hat jemand noch Fragen? Ach so, wegen den Ausweisen. Die Ausweise sehen ganz anders aus wie bisher und die Ausweise können dann online durch den QR-Code generiert werden und angezeigt werden. Das Original, die Originalkarten werden dann nachdem die sogenannten Seminare stattgefunden haben, dann ausgehändigt. Und das ist auch natürlich die Finanzierungssache im Moment. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht anschließend sofort das machen konnten, weil ja die ganzen Gelder alle geklaut worden sind, die ganzen Gegenstände sind geklaut worden. Und zwar von einem, der gesagt hat, beeide das sogar. So schwer war nachher der Eingriff, also die Zersetzung. Das heißt, man nimmt praktisch dann bei der Schulung teil. Du wirst wahrscheinlich wieder ein Seminar anbieten, in nicht allzu ferner Zeit. Und das ist dann praktisch auch die Einleitung mit der Datenbank. So kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also es geht hier nicht wie bei der idiotisch organisierten Verbrecherbande, IOV, nicht darum, Karten zu verkaufen, sondern hier geht es darum, dass die Menschen wissen, was der Zivilschutz ist und wie Völkerrecht funktioniert. Das ist wichtig. Wenn man natürlich jemand ein Messer verkauft, der keine Messerlizenz hat, dann kann der sich damit umbringen. Und dann landen die Leute alle im Gefängnis, weil sie sagen, ja, ich habe doch so eine Karte gekauft und sie funktioniert nicht. Es ist das Wissen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Artikel 132 Genfer Abkommen 4. Nur diejenigen, wenn die Gründe der Internierung entfallen, können zum Zivilschutz überwechseln bzw. angenommen werden. Verstanden? Wenn jetzt einer dazwischen ist, der hier halbe Sachen macht, dann können wir mit diesem, also selbst wenn er das Zertifikat hat, das Seminar besucht hat, nichts anfangen, wenn er wieder rückanfällig wird für politische Dinge. Ja, ich habe gesehen, naja, ich will jetzt hier keinen Strich reden. Das ist der Hintergrund. Also wir haben eben mit diesem
Kartenprofilen haben wir gewisse Sicherheitsproblematik, weil die Nachahmer ist nicht nur bei IOV anzutreffen, sondern es sind unterdessen sehr viele, die sich dann ausgeben, sie seien der Schutzmacht und sie verkaufen einfach eine leere Tüte. Nein, sie verkaufen eine Tüte ohne Inhalt. Und da geht es eigentlich auch darum, diese Karten eigentlich nicht jedem als solches da frei verfügbar zu machen. Es ist wichtig, dass die Leute da, die sich das auch erkennen wollen, was Schutz bedeutet, dass sie sich das eigentlich mal erarbeiten sollten. Und es geht nicht darum, dass sie mit ihrem Wissen uns dann überzeugen wollen, dass sie den besseren Weg sind oder dass sie den besseren Kung-Fu wüssten. Es geht eigentlich darum, dass wir uns an dem Völkerrecht halten und die sind nicht justiziabel und auch nicht sezierbar. Die sind fix vorgegeben. Ja, das ist ein Problem, ja. Also, wenn ihr zum Beispiel in der Öffentlichkeit offizielle Identifizierung notwendig ist, kann das durch einen QR-Code bei uns online passieren, indem die Daten, die auf dem Ausweis in, was weiß ich, mit Deutschland ein Flughafen angehalten wird, die Staaten von Schengener Staaten, dann wird automatisch das Original auf dem Handy angezeigt, wie der aussieht und warum der Ausweis die und die Nummer hat und warum das entsprechende Schlüssel ist. Also wir haben dort mehrere Identifikationsmale bis hin zu mobilen Einsätzen. Selim, ich habe Informationen bekommen, es gäbe mehrere Schutzmächte. Kannst du darüber nochmal aufklären, wie viel es davon gibt? Nein, Schutzmacht gibt es einen. Man muss das historisch sehen. Es war so, dass 1949 Organisationen sich als Schutzmacht anbieten konnten, wie das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz konnte das nicht machen und die anderen Staaten konnten das auch nicht, so wie die Engländer das Proletariat machen wollten und nicht konnten. Auch nicht nur das Rote Kreuz, auch der Halbmond oder auch der Vatikan können das nicht machen, weil sie alles auf der Ebene der Suppen, nämlich der nationalen Regierungsorganisation oder Nichtregierungsorganisation machen. So wie auch das türkische Rote Halbmond ist nicht unabhängig, sondern vom Staat abhängig. In den Texten steht da auch was von Schutzmächten drin. Das ist für den Fall, dass noch keine Schutzmacht ratifiziert worden ist. Erst dann, nach der Ratifikation, kann es keine andere Schutzmacht geben als nur die eine. Aber bis zur Ratifikation können viele noch im Wettbewerb sein, bis sich herausgestellt hat, dass diese Leute keinen Zivilschutz machen. Amnesty International, Human Rights Watches und andere Organisationen machen das nicht. Rotes Kreuz macht das nicht. Also Zivilschutz hat einige Merkmale. Zivilschutz darf nicht politisch sein. Also kein Gesetz ist gültig, weil Politiker machen die Gesetze. Dann in der öffentlichen Ordnung ist es so, dass diese Gesetze nicht mehr angewandt werden dürfen. Und in dem Fall dürfen die staatlichen Gesetze, also der Staat selber, nichts mehr tun, sondern es muss Völkerrecht sein. Und da gibt es, um die Schutzmacht zu machen, gibt es zwei Bedingungen. Man muss genau wissen, was man tut. Also ein Systemanalytiker wie ich,
der das fast 40 Jahre studiert hat und weiß, was Recht bedeutet. Recht ist ja nicht auswärtig, sondern inwendig, also in uns. Und du kannst Recht nicht übertragen, es geht gar nicht. Du kannst das, was dir Gott gegeben hat, nicht einem anderen übertragen. Und jetzt, also du musst unparteiisch sein und du musst die Gewähr bieten, dass du das Völkerrecht kennst und anwendest, diese Sachen. Und bei vielen scheitert das an beiden oder an nur einem. Also ich kenne keinen, der so viel Wissen hat, dass er unparteiisch wirksame Urteile sprechen kann. Denn der Europäische Gerichtshof kehrt wieder zurück in die innerstaatliche Justiz und das ist verboten. Und die Justiz, also der Europäische Gerichtshof zum Beispiel, kann erst nur dann angerufen werden, wenn alle Rechtsmöglichkeiten schon schriftlich erfolgt sind und nichts passiert ist. Und das ist eben verboten, weil Order Public sagt, dass eine Schutznorm, also dass ein Gesetz eines Staates ist nicht anzuwenden, wenn damit Grundrechte und Grundfreiheiten verletzt wird. Ganz einfach. Und man könnte natürlich jetzt einen neuen Baum pflanzen und das eben als Marterfall, sage ich mal so, als jemand, der wissen will, warum das passiert ist, wieso das passiert ist. Und auch dann ist der Oberhaupt derjenige, der es kann, also das Opfer. Das Opfer leitet dann die Prozesse ein und ein Gremium entscheidet dann, ob es sich um Tatsachen handelt, die offenkundig sind, oder ob es sich um Fakes handelt. Dann ist es nicht justiziabel, weil man kann ja Recht, wenn man denkt, dass man hat das verkauft, nicht wieder kaufen. Das heißt, hier stoßen wir an die Grenzen vom Haager Landkriegsordnung und über die sogenannte Beglaubigung von Apostillen und andere Dinge. Das müsste man im Einzelnen in der Rechtspraxis euch dann zeigen. Selim, eine Frage noch, und zwar, wie viele Gerichtshöfe der Menschen gibt es, GDM? Es gibt nur einen. Der ist dann 2009 mit dem IZMR und ZDB gegründet worden. Außer mir ist dort keiner, der hier zurzeit aktiv ist. Ich bezahle seit 2009 diesen Gerichtshof in der Türkei. Dieser Gerichtshof ist ein permanenter Gerichtshof und wird in Artikel 95 der UN-Charta bezeichnet und ist Gegenstand des Zivilschutzes, der seit 2020 aktiv ist. Der Gerichtshof ist leider nicht voll aktiv, weil die Leute, die den Richter ausbilden lassen haben, entweder als Anstifter, als Täter oder als Beihilfer zu den Zersetzungen aufgetreten sind. Das ist das zweite Problem. Gehört die IOV zum Gerichtshof der Menschen, GDM? Nein, überhaupt nicht. Diese Leute haben zwar eine Schulung besucht, aber sie sind nicht zugelassen. Sie sind nicht zugelassen, weil sie in der Zwischenzeit Meuterei auf der Bounty begangen haben. Und diese Leute können ja, wenn sie Hehlerfahre machen, auch Gedankengut machen, nicht gleichzeitig dann Begünstigte sein. Das geht nicht. Der Gerichtshof funktioniert ganz natürlich, indem die Leute, die die Richterzertifikat haben, für jede Klärung eine Zulassung brauchen. Und diese Leute haben zwar eine Schulung besucht, aber die Zertifikationen sind zurückgezogen worden, weil sie versucht haben, den Gerichtshof zu meutern. Noch eine ergänzende Frage zum GDM.
Dadurch, dass es eigentlich da gemeutert wurde und gekapert wurde und daraus eigentlich ein Spiegelbild erschaffen wurde und dieses eigentlich dann für sich selber beanspruchen, was passiert denn mit den Gläubigen, die an das geglaubt haben? Mit welchen Strafsanktionierungen müsste denn der verantwortliche Geschäftsführer von diesem Verein hinnehmen? Welche strafliche Konsequenzen? Also wir haben gesehen, dass es mehrere Möglichkeiten der Meuterei gegeben hat. Sie haben aber nicht gekapert, sie haben gemeutert. Kapern können Sie den Gerichtshof nicht. Sie können nur meutern. Sie haben nach außen hin, haben Sie das Ansehen des Gerichts gegen die UN-Resolutionen für Menschenrechtsverteidiger und Gerichtshöfe und so weiter schwer verletzt. Diese Resolutionen sind bekannt, dass sie strafbar sind und dass Menschenrechtsverteidiger nicht in Verruf gebracht werden können, dürfen. Und sie haben gleichzeitig Operationen und Embleme des Gerichtshofs komplett außer Vollzug gesetzt, weil wir kein Vertrauen mehr haben zu den Leuten, die dort die rechte Ausbildung gemacht haben. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen und diese Ausnahmen sind teilweise, die Zertifikate sind ungenügend, weil sie in den echten Zusammenhang das nicht sofort erkannt haben und auch nicht entsprechend unterscheiden konnten. Diese Ich spreche hier zum Geschädigten, Beispiel. diese Ja. Geschädigten, die das hingenommen haben, weil sie da über Strich und Faden da betrogen und falsch gezogen wurden, haben die einen zivilrechtlichen Anspruch bei der GDM, dass sie das geltend machen können, oder sind die außen vorgelassen, müssen sich mit dem innerstaatlichen Schalbereien sich darauf vorbereiten. Also das ist in 146 gegeben, dass die Leute, das steht auch im Überleitungsvertrag drin, dass diese Leute vor deren Gericht auch gezogen werden. Und wenn da nichts passiert, dann können sie vor dem GDM auch gezogen werden. Also sie müssen bestraft werden, ob hopp oder top. Artikel 146, Genfer Abkommen 4, im Zusammenhang mit dem Überleitungsvertrag. Ist es ein man nennt sich das Verbescheidungsnachweis vom Sozialgericht oder Verwaltungsgericht in Stade betreffend meine Resolution ergangen an den GDM, an Ankara oder nicht ergangen? Also, man aufrechterhalten, das Problem sind die Richter. Weil die haben die Richterschaft entweder als Anstifter, als Täter oder als Beihelfer komplett durch den Wind gezogen. Und das Problem besteht darin, dass die Richter Gerechtigkeit falsch definieren, indem sie teilweise in das Materielle überrutschen. Das ist etwas, also es wird erstmal der Anspruch im Grunde nach und dann der Schaden in Höhe nach festgestellt. Das ist einmal der Strengbeweis und einmal nochmal der Strengbeweis. Und dadurch, dass die Leute das vermischen, verstehen, also kommt es dann zu unglaublichen Verzerrungen zwischen Realität und der Matrix. Das heißt, die Leute wollen nur die Entschädigung haben, das, was da passiert, wollen sie gar nicht wissen. Und man muss das als Ganzes verstehen, was da passiert ist und wie man das Problem löst. Und das ist, habe ich hier bekommen, dass die Leute in den Schulungen das einfach parteilich, also parteilos und unmittelbar durchsetzen. Das ist ein ganz großes Problem.
Die Schuld an dem ganzen Misere liegt darin, dass die Schweiz die Ratifikationsurkunde nicht an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und an die Staaten nicht weitergeleitet hat. Das ist das größte Problem derzeit.